Herzlich willkommen zurück. Der Focus 1 ist ja wahrlich nicht mit coolen Lenkrädern gesegnet. Es gab tatsächlich gerade mal ein Modell. Ihr habt entweder einen Vorfacelift, einen Facelift. Wenn ihr cool seid, habt ihr einen RS. Und wenn ihr speziell seid, habt ihr halt noch einen Tempomaten. Aber es gibt ein bisschen Abhilfe. Allerdings ist die hochgradig illegal. Und zwar ein Ford Focus 2 Lenkrad. Das passt fast. Warum, zeige ich euch im Video. Der Airbag ist natürlich aus. Die Hupe funktioniert. Und damit können wir das Ding zumindest mal für Show- und Scheinzwecke verwenden. Los geht's. Die zwei wichtigsten Sachen gleich mal vorweg. Erstens, es funktioniert. Zweitens, es ist illegal. Und zum illegal kann ich euch auch sagen, warum. Der Focus ist ja mit seinem Vierspeichenlenkrad und dem dazugehörigen Airbag abgenommen worden. Das, was wir hier nachgerüstet haben, ist ein Zweierlenkrad. Das heißt, keiner weiß, wie sich so ein Airbag verhält, wenn es denn wirklich mal zu einem Unfall kommt. Deswegen ist dann in meinem Fall auch stillgelegt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Der Airbag funktioniert auf der Fahrerseite nicht. Allerdings funktioniert die Airbag-Überwachung, was dafür sorgt, dass eure Seiten- und Beifahrer-Airbags noch auslösen. Warum, wieso, weshalb, das erzähle ich euch im Laufe des Videos. Deswegen sage ich euch auch nochmal, es ist wirklich nur für Show- und Scheinzwecke. Klar könnt ihr das alles auf eigene Verantwortung machen, weil letztendlich, wenn ihr aggressive Fahrer seid, so wie ich, die Hupe funktioniert ja, das Airbag-Modul ist aus und auch der Fehlerspeicher ist leer. Trotzdem nochmal, wenn ihr das macht, achtet bitte darauf, dass euch keiner erwischt. Bevor wir auf das Wie eingehen, erstmal zum Warum. Seitdem der Focus 2 draußen ist, habe ich mich da tatsächlich ein bisschen in das Lenkrad verliebt. Beim Focus 2 gab es zwei verschiedene Lenkräder. Einmal das Dreispeichenlenkrad, was gerade da drin ist. Und dann noch das Vierspeichenlenkrad, was in meinem Alltagskombi steckt. Beim 1er Focus gibt es meines Wissens nach nur zwei Möglichkeiten, um legal auf ein Dreispeichenlenkrad umzurüsten. Das, was ich hier in meinem Dreitürer verbaut habe, ist Variante 1. Das ist ein Raid Silberpfeil Airbag Lenkrad mit ABE. Das Lenkrad hat 320 mm Durchmesser und dann gab es noch den etwas größeren Bruder davon. Dasselbe Lenkrad gab es auch noch mit 340 mm Durchmesser. Das sind meines Wissens nach die einzigen momentan legalen Lenkräder, die ihr bekommt. Die Lenkräder zu bekommen ist auch gar kein Problem. Viel größer ist allerdings so eine beknackte Narbe zu finden, damit dieses Lenkrad dann auch im Focus verbaut werden kann. Vorteil an der Sache, Lenkräder bekommt ihr noch und auch die ABE ist noch gültig. Anders sieht es allerdings hier aus. Genauso illegal wie das, was ich da eingebaut habe, ist meines Wissens nach diese Kiste. Hier steht zwar ABE drauf und das hier, das ist auch eine ABE, aber die ist nicht mehr gültig. Was da hinten liegt, ist nämlich ein Rückrüstkit für euren Ford Focus Fahrer Airbag. Damit konntet ihr ganz einfach auf legalem Wege diese Narbe montieren, habt euch dann noch ein zugelassenes Sportlenkrad besorgt, seid zu eurer Prüfstelle, habt euch über einen Haken setzen lassen und fertig. Inzwischen ist es aber meines Wissens nach nicht mehr möglich, einen Fahrer Airbag austragen zu lassen. Also, was macht der Florian? Richtig, er geht auf die Suche. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in England. Und da die Engländer natürlich deutlich mehr Möglichkeiten in Sachen Fahrzeugumbauten haben als wir Deutschen, die haben nämlich sowas wie einen TÜV nicht wirklich, habe ich da viel gelesen und irgendwann gab es mal tatsächlich einen verrückten Engländer und der hat seinen 1er Focus mit einem 2er Lenkrad bestückt und da dachte ich mir, hey, das kann ich auch. Und deswegen habe ich euch in einem vorangegangenen Video auch schon gezeigt, wie das Lenkrad, was jetzt hier verbaut ist, in dem Focus verbaut war. Aber wir können ja hier nochmal reinschauen, da seht ihr es. Das Tacho, was hier liegt, war das letzte Mal noch dort. Ich habe euch nämlich das letzte Mal im Video gesagt, dass dieses Lenkrad hier problemlos einzubauen geht. Das ist auch richtig. Und dass der Airbag erkannt wird. Das ist aber nicht richtig. Ich habe das gesagt, weil hier die Airbag-Kontrollleuchte aus war. Allerdings bin ich später nochmal mit einem Diagnosegerät hier rangegangen und habe festgestellt, Moment, da ist doch ein Fehler im System hinterlegt. Deswegen habe ich mir mein Tacho angeschaut und das ist wirklich das Dümmste, was passieren konnte. Die Airbag-Kontrollleuchte ist kaputt, deswegen war die auch nicht an. Und ich war in dem Video echt froh, dass es funktioniert. Bin jetzt natürlich ein bisschen traurig, aber ihr seht ja, grundsätzlich funktioniert es auch. Und jetzt zeige ich euch endlich, wie es funktioniert. Wie ihr euer Lenkrad und euren Airbag ausbauen könnt, das habe ich euch in dem Video schon mal gezeigt. Da ploppt gerade da oben was auf, da könnt ihr einfach drauf drücken. Hier haben wir jetzt also einmal unser Lenkrad und hier haben wir unser Airbag-Modul. Und wir brauchen von diesem Airbag-Modul dieses Kabel.
Das bekommt er ganz einfach raus. Hier und hier, das sind die beiden Kontakte, die für die Hupe verantwortlich sind. Mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig raushebeln. Und auch hier dieses Airbag-Teil, das ist hier nur eingeschoben, vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher raushebeln, bis ihr eben das Kabel in der Hand habt. Als nächstes müssen wir unser Zweierlenkrad zerlegen. Das drehen wir einmal rum. Dazu braucht ihr einfach nur einen großen Schraubendreher. Vorteil hierbei ist, ihr habt 1, 2, 3, 4 Löcher. Da sind Spangen drin, die müsst ihr noch zur Seite biegen. Da habt ihr zum Beispiel eine solche Spange. Die auf der linken Seite muss nach links, die untere muss nach unten, die rechts muss natürlich auch nach rechts gemacht werden. Und dann haben wir da oben noch eine Nase. Da muss die Spange vor die Nase geschoben werden. Dann fällt der Airbag nach unten raus. Drückt, wenn ihr die Spangen gelockert habt, vorsichtig hier unten jeweils auf die Airbagkanten mit drauf, dass sie ein wenig nach unten aus der Fassung rausrutschen. So sieht das Zweierlenkrad von innen aus. Hier haben wir das Airbag-Modul. Es wird bei euch mit 99%iger Wahrscheinlichkeit passieren, dass hier der Stecker fehlt und das ist auch nicht schlimm. Beim 1er Focus habt ihr diesen Stecker, der geht in die Wickelfeder. Dieses Modul hier geht dann in die Airbag-Anschlüsse rein. Beim 2er ist das ein bisschen anders. Da ist dieser Stecker fest mit der Wickelfeder verbunden. Das heißt, ihr könnt den Stecker nicht trennen. Deswegen gibt es da höchstwahrscheinlich auch keinen Airbag-Stecker dazu. Den braucht ihr aber auch nicht. Warum, seht ihr dann später. Was wir jetzt allerdings brauchen, ist diese Schleifbahn hier, diese Kontaktbahn. Darüber ist nämlich beim 2er-Focus die Hupe geregelt. Da habt ihr hier den Anschlussstecker, den brauchen wir. Um den rauszubekommen, der ist hier unten eingeklemmt, muss allerdings vorher dieses komplette Teil raus. Hier habt ihr eine 20er Torx, hier auch. Und dann auch noch hier und hier. Wenn ihr die locker gemacht habt, könnt ihr das ganze Teil nach oben abnehmen. Dann drückt ihr hier auf diesen weißen Sniffy und dann könnt ihr diesen Stecker entriegeln und rausziehen. Jetzt haben wir das Hupenkabel vom 2er Focus in der Hand. Beim 1er Focus ist es so, dass Masse über die Wickelfeder kommt. Beim 2er Focus bekommt allerdings die Hupe die Masse über ein Kabel, was normalerweise von diesem Loch mit einem Kabelschuh an den Airbag geht. Hier müssen wir also als allererstes schon ein bisschen improvisieren. Dazu nehmen wir uns jetzt das besagte Hupenkabel, gehen hier oben mit einem flachen kleinen Schraubendreher rein und schieben die Entriegelung nach vorn. Und danach, das rate ich euch vorher schon zu besorgen, nehmt ihr dieses kleine Auspinnwerkzeug, das Teil kann euch nämlich den Hintern retten, und pinnt vorn die einzelnen Pins aus. Hier haben wir jetzt das Hupenkabel vom 2er Focus. Beim 1er Focus Kabel machen wir jetzt haargenau dasselbe. Das heißt, rote Entriegelung nach vorne schieben und danach die beiden Kabel, das schwarze und das blaue, die sind für die Hupe beim 1er zuständig, auspinnen und danach einfach mit diesem Stecker wieder einpinnen. Dabei ist es egal, ob ihr links oder rechts die beiden schwarzen Kabel reinschiebt, das funktioniert beides gleich. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen tricky. Ihr müsst nämlich löten. Als allererstes machen wir jetzt hier diese kleine Verriegelung wieder hier vorne rein. Wir müssen nämlich das Airbag-Kabel nicht auspinnen. Das müssen wir aber leider abzwacken. Macht das soweit es geht hier hinten, also direkt vorm Stecker. Das, was ich jetzt mit euch mache, habe ich natürlich vorher für mich selber schon einmal komplett durchgekaspert. Ich zeige euch jetzt nur noch mal, wie es geht. Aber ich habe schon einmal alles gemacht. Zum Schluss habt ihr nämlich zwei lose Kabelenden. An die
jeweils einen Kondensator und einen Widerstand rein müssen. Wenn ihr das gemacht habt, sichert das Ganze auf jeden Fall gut mit Schrumpfschlauch, damit hier auch keine Kontakte aufeinander kommen. Ich habe, wie gesagt, vorhin schon mal vorgearbeitet, deswegen habe ich hier die Kabel einmal ausgepinnt da. Ich pinne das Ganze also jetzt hier nur aus und pinne es danach wieder ein. Ihr müsst, wie gesagt, einmal bitte löten. 1:37 later. Bei mir sieht das Ganze jetzt so aus. Den weißen Stecker könnt ihr jetzt schon wieder hier in die Schleifbahn einklicken, aber das Ding bauen wir noch nicht wieder ins Lenkrad. Wir müssen nämlich jetzt noch das Lenkrad oder das Auto anpassen. Ich habe es vorhin schon mal ausprobiert und ihr seht ja hier, es sind im unteren Bereich der Plastikverkleidung Schleifspuren. Und das liegt wirklich daran, dass das Lenkrad nach hinten hin deutlich tiefer ist als das Einserlenkrad. Ihr müsst euch also im Kopf machen, wie ihr hier ein bisschen mehr Platz machen könnt. Macht das, wie ihr möchtet. Entweder ihr dremelt hier hinten ein bisschen Material weg oder, was natürlich das Allereinfachste ist, ihr macht hier unten einmal ein bisschen mehr Platz. 1 eternity later. Ich habe eine Menge rumgemessen, ich habe eine Menge ausprobiert und dabei ist natürlich eine ganze Menge Zeit vergangen. Ich bin aber leider noch nicht ganz so zufrieden, wie ich es am Anfang des Videos gehofft habe. Das Lenkrad, seht ihr ja, das ist drin und das lässt sich auch fast problemlos drehen, denn hier hinten an den beiden Verkleidungen, oben und unten an der Lenkradverkleidung, setzt es immer noch an. Ich habe an der Unterseite das komplette Bogenteil rausgesägt, um mehr Platz zu schaffen. Und das hat auch sehr gut funktioniert, aber leider noch nicht 100% perfekt. Deswegen werde ich da jetzt noch ein bisschen trimmen, aber oben im Videotext steht ja Gott sei Dank Prototyp. Was euch vielleicht viel mehr interessiert, bevor ich hier ewig noch weiter rumdoktor, funktioniert denn jetzt eigentlich Lenkrad und Airbag? Und das probieren wir jetzt aus. Wir nehmen einfach wieder diesen kompletten Ring, den haben wir ja vorhin schon fertig gemacht. Dann schnappen wir uns natürlich auch 1 und 2 Schrauben und nehmen diesen kompletten Ring, setzen ihn wieder da ein und verbinden ganz einfach unser altes Steckermodul mit der Wickelfeder. Danach nehmen wir uns den Airbag und schieben den einfach nur mittig auf. Und dann machen wir vorne mal die Batterie ran und schauen, was die Zündung sagt. Lenkrad ist wieder fest. Wir haben Hupe und auch Airbag-Adapter mit dem Lenkrad verbunden. Ich habe hier überall noch kleine Kabelbinder reingemacht, damit das Ganze auch wirklich fest sitzt. Jetzt schnappen wir uns den Airbag und drücken den einmal wieder mittig hier drauf. Jetzt sind wir da, wo das Video begonnen hat. Lenkrad ist drin. Ich mache jetzt vorne die Batterie dran und dann schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir hier die Zündung anmachen. 10 seconds later. Beleuchtung vom Himmel ist wieder angegangen. Wir drücken mal auf die Hupe. Die funktioniert auch. Jetzt einmal Schlüssel rumdrehen und dann gucken wir mal, ob genau wie vorhin das Airbag-Symbol ausbleibt. Sehr schön. Hupe funktioniert, Airbag-Lampe geht aus. Damit sage ich, dass ich offiziell aus dem Alpha-Status raus bin und in die Beta-Phase aufrücke. Sehr, sehr, sehr schön. Das Ganze ist natürlich trotzdem noch experimentell. Als nächstes gilt es für mich herauszufinden, wie ich hier hinten diese Verkleidung oder das Lenkrad anpassen kann, damit das hier hinten alles schleiffrei ist. Aber für heute soll es das erste Mal gewesen sein. Trotzdem möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass das Ganze, wie vorhin schon mehrfach gesagt, natürlich nicht legal ist. Und ich werde natürlich jetzt auch das Lenkrad wieder ausbauen und auf das Serienlenkrad wieder zurückrüsten, weil das ist ja nur Show und Schein. Genau, ich habe irgendwas im Auge gehabt. Und ich muss euch natürlich noch sagen, das, was wir jetzt hier gemacht haben, scheint momentan nur beim Vor-Facelift-Fokus möglich zu sein. Also beim Fokus mit der kleinen Airbag-Pflaume. Der hat nämlich nur einen einstufigen Airbag und wir haben ja gerade auch nur einen Airbag-Stromkreis überbrückt. Das sollte wahrscheinlich auch beim Zweier, also nicht beim Zweier, sondern beim 1.5, also beim Facelift-Fokus mit dem großen Airbag machbar sein. Aber dazu kann ich euch jetzt noch nichts sagen. Aber ich plane bei dem Auto hier nochmal das Ganze auf Facelift-Technik umzustricken. Da hinten liegen schon alle Kabel parat und ich denke mal, dann werden wir das zeitnah auch noch rausfinden.
So oder so, ich freue mich tierisch, dass das final geklappt hat und dass das auch mit der Hube funktioniert. Jetzt kann ich endlich auch bei Show- und Scheinwettbewerben huben. Ich werde ja so nie und nimmer draußen rumfahren. Genau. Wenn ihr also wissen wollt, wie es mit dem Auto hier weitergeht, lasst mir gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleibt im Fokus.